Willkommen zurück bei Bioshock 2. Wir haben jetzt alle, ich habe keinen Treibstoff mehr. Wir sind auf dem Weg zur Bahn und ich hoffe, dass wir diesen Stanley, naja. Ich wünsche ja keinen Menschen im Tod, aber das ist halt wirklich ein Assi. Ein Assi in Reinkultur. Der hat kleine Kinder umgebracht. Mann, Mann, Mann. Subject Delta. Ich weiß seit Jahren von Stanleys Verrat hier. Und ich hatte ihm vergeben. Aber er hat Eleanor in Gefahr gebracht und damit ist sein Schicksal besiegelt. Du siehst, es war Stanley, der dich an Ryan ausgeliefert hat. Er trägt die Schuld daran, was aus dir geworden ist. Die Sicherheitsstation ist jetzt offen. Du kannst deine Rache nehmen. Gütiger Himmel! Lam hat es gewusst? Und da sieht sie zu, wie ich mir einen abbreche? Oh Gott, komm, Kumpel, die Bahn ist bereit! Lass mich leben! Ich schwöre dir, das war nichts gegen dich persönlich, okay? Nicht! Bitte nicht! Oh, ich weiß es nicht. So, Lam ist also ausgebrochen und kommt zurück? Wow! Okay, das hatte ich nicht auf der Rechnung, aber okay. Das wird jetzt... Was mache ich denn bloß? Ich habe ja gehört, was viele von den Leuten... Diesmal lügt Mutter nicht, Vater. Er hat uns das wirklich angetan. Uns beiden. So, ich weiß nicht, ob ich den jetzt umbringen soll oder ne. Ich weiß es nicht. Nee. Ich bin kein Fan von Rache. Hallo? Ist da jemand? Du Schwein! Ich hoffe, sie haben sich alle gut amüsiert. So, ich dachte, ich habe nie gewusst, dass ich die Fallen ausgerüstet habe. Ne, Freunde der Sonne, ich bin kein Fan von Rache oder Selbstjustiz. Da wird wahrscheinlich eh irgendwann... Deswegen... Scheiß drauf. Vielleicht kann er uns ja helfen oder so. Vielleicht war es auch ein Riesenfehler, ich habe keine Ahnung. Das wird sich wahrscheinlich irgendwann zeigen. Oh, ich hasse solche Entscheidungen. Bin ich überhaupt nicht gut drin. Ist halt wirklich, wenn das Speichern länger dauert als das Laden. Hier wären wir, Chef. Endstation. Wenn ich mich nicht irre, benutzt Eleanors Mami Adam, um dem armen Mädchen sämtliche Gedanken und Erinnerungen Raptures einzutrichtern. Lam denkt, dadurch wird die Kleine zu einer Heiligen. Eleanor befindet sich in einem dunklen Raum unterhalb des Fontaine-Hauptquartiers. Und um dich am Leben zu erhalten, müssen wir uns da reinschleichen und sie finden. Schleichen? Bist du bei mir an einer falschen Adresse? Hier haben wir schon mal eine Vita Chamber, das kann nur Sterben bedeuten. Drei Little Sisters gibt's hier. Diese Einrichtung gehört jetzt der Stadt. Ryan Industries.
Zumindest bis die Unruhen abflauen. Es ist zwar bedauerlich, dass solche Maßnahmen ergriffen werden mussten, aber ich muss gestehen, es ist auch erfreulich, dieses Gebäude zum Abbruch freizugeben. Fontaine ist fort. Lamp ist fort. Beinahe jedenfalls. Okay. Könnt ihr einfach so sterben? Schon ein bisschen. Gott. Bisschen Psycho? Kann man so sagen, oder? Ein Blasmid. Schadensforschung, das ist ein Tonika. Bist du Meisterforscher mit Schadensforschung, das Beste aus deinem freigeschalteten Schadensboni. Die Glühwürmchen kann ich nicht nehmen. So. 9. Oktober 1967. Hallo. Mein Name ist Gilbert Alexander. Und in weniger als einer Woche werde ich im klinischen Sinne geisteskrank sein. Was? Ich mache diese Aufnahme noch vorher. Als letzten Versuch, Menschen, für die ich vielleicht eine Bedrohung sein werde, zu helfen, mich auszuschalten. Meine nächste Aufnahme wartet hinter dem Sicherheitscheckpoint auf Sie. Der Bioscan stellt sicher, dass Sie psychisch normal genug sind, um diese Aufnahme überhaupt zu brauchen. Da bin ich auch mal gespannt. Gil Alexander. Wenn ich mich recht erinnere, war er von Anfang an der Entwicklung der Big Daddies beteiligt. Sehr wahrscheinlich, dass er was mit dir und Eleanor zu tun hatte, mein Junge. Dass er von vornherein schon weiß, dass er psychisch krank sein wird? Da liegt Adam. Naja, Pfandskasten. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir psychisch noch gut drauf sind, dass wir das hören können. Hören dürfen. Aber wie cool das auch gemacht ist hier, also. Gefeuert, ja, wie man sieht. Bester Gin. Er stiehlt Firmenvorräte, der freche Mistkerl. Firmen Adam aus Firmenbeständen. Ich hab's gesehen, wie er sich's in den Arm gespritzt hat. Durchsucht ihn. Ich hoffe, ihr anderen lasst euch das eine Lehre sein. Oh, hallo. Sie kommen wieder, um sich noch mehr geniale Erfindungen von Fontaine unter den Nagel zu reißen, was? Sie müssen wissen, Sir, ich bin eine juristische Person. Sehen Sie, Sir, ich bin Alexander der Große. Eine Firma ist ein Organismus, mein Freund. Und ich kann dich mit einem Fingerschnippen zurück in den Ozean hinauspissen. Was ist denn hier schon wieder los? Nutzloser Scheißhaufen!
noch bereuen, dass du hier Luft bist. Du warst dagegen! Was? Mach ich doch, ich knall dich ab. Alexander der Große? Verdammt, das muss Gil Alexander sein. Der gleiche Typ, der die Nachricht vorhin hinterlassen hat. Klingt aber ziemlich durchgedreht jetzt. Ach echt? Aktiviere den Bioscanner. Erstmal Heckmer. Und hallo, ich muss aufheben. Danke. So, Bioscanner. Dann noch ein bisschen looten. Kartoffelchips. Nein, ich habe keinen Hunger. Gut, Kartoffelchips isst man ja auch nicht, weil man Hunger hat. Wir gucken erstmal den Rest an, wie sich das gehört. Aber schon mal ziemlich hübsch hier, muss ich sagen. Na gut, das ist ja Fontaine. Oh, bin schon wieder ans Mikro gekommen. Ich bin der totale Profi. Was liegt hier? Ein Grammophon. Eine Person. Sehr schön. Dann zurück. Bin aber gespannt. Initiiere Bioscan. Identifiziere Freigabelevel. Identifiziert. Klinisches Versuchsobjekt. Klassifikation. Oh. Protektor. Verstorben. Typenbezeichnung Delta. Status verstorben. Fehler. Status wird aktualisiert. Bitte warten. Was soll das? Meine Sekretärin bürgt für dich? Delta, du bist einer von den alten Protektoren, was? Du bist ein gutes Produkt, Delta. Ein gutes Produkt. Für die Ewigkeit gebaut. Sieh jetzt nicht hin, aber ich glaube, einer deiner alten Kollegen will dir Hallo sagen. Halt, Moment. Typenbezeichnung Delta. Status aktualisiert. Status aktiv. Zugang. Alpha-Serie. Es hat eine Zeit gedauert, die Big Daddy-Formel richtig hinzubekommen. Die Alpha-Serie ist der Beweis für die Reihe ein Fehlstart. Diese armen Freiwilligen, die zuvor als Testperson für Experimente Plasmide gedient hatten, wurden einer Gehirnwäsche unterzogen und einem metallerne Panzerung gezwängt. Alle Versuche, ein paar Bindungen zu Little Sisters herzustellen, scheiterten, sodass die Wilde kaum noch menschliche Fracks zurückblieben. Die Alpha-Serie, die ihr Territorium bitter verteidigt, wandert nun durch die Hallen von Fontaine Futuristics und der Persephone-Gefängniskolonie und greift jeden Eindringling an, die natürlich dich natürlich auch. Sie neigen zu unkontrollierten Plasminausstößen und wehren ihre Gegner mit schwerer Munition ab. Gewehrt. Moment. Oh. Gut, so schwer war der jetzt auch nicht, aber wenn man jedes Mal so... Nicht wenig... So. Hallo, hier bin ich wieder. Ich wurde einer extrem hohen Dosis Adam ausgesetzt.
Wenn Sie dies hören, habe ich die Sicherheitsvorkehrungen für diese Einrichtung bereits massiv hochgefahren. Sie, mein anonymer Freund, müssen diese Sicherheitsvorkehrungen umgehen und mich töten. Okay. Bitte glauben Sie mir, wenn ich selbst dazu in der Lage gewesen wäre. Wo wir gerade bei guten Neuigkeiten sind. Sie können die Aufnahme unter diesem Bildschirm dazu benutzen, die Stimmenscanner, auf die Sie stoßen werden, zu passieren und in das Sicherheitsbüro zu gelangen. Das Passwort ist Agnus Dei. Agnus Dei. Oh, hier ist ein Safe drunter. Ich krieg's noch hin heute. Willst du mich verarschen jetzt? Antipersonen und Verbandskanal. Wenn's doch immer so wäre. Hast du auf der anderen Seite gucken? Gut, das war die andere Seite. Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Agnus Dei. Zugang gewährt. Willkommen, Gil Alexander. Das habe ich gehört. Mein Konterfei und meine Stimme sind Firmeneigentum, Delta. Genau wie du. Zwing mich nicht, dich auszuschlachten, Freundchen. Auch leichte Probleme in der Karte, oder? Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Ich habe dich gewarnt. Wenn du ganz unten bist, nur Qual und Pein. Nass und Nässe geht's dir rein. Ein Mittelchen für wenig Geld und Loser will zum Superheld. Stärker, schneller, heller sein. Die Zukunft liegt hier bei uns ein. Zugang verwehrt. Bitte sprechen Sie deutlich. Automatische Deaktivierung für 60 Sekunden. Ah, er blockiert das stimmengesteuerte Schloss mit seinem Gejaule. Sieh zu, ob du ihm die Kontrolle über das Sicherheitssystem des Gebäudes abjagen kannst. Das Sicherheitsbüro liegt weit über deiner Gehaltsklasse. Wenn du dich partout nützlich machen willst, die Klos müssten dringend geschrubbt werden. Ja, im Arsch. Hier sind ein, zwei Aushilfen zu deiner Unterstützung. Zeit ist Geld! Du gottverdammter Parasit! Warum versteckst du dich vor der Lösung? Na komm! Oh! Das ist infektioniert! Mach die Lichter aus! Oh! Über uns. Willkommen im Zirkus der Werte. Schneller, Mr. B. Ja, gratuliere. Du hast einen Intelligenztest gegen ein Haushaltsgerät gewonnen. Oh, wie schlechte Laune, der Kerl. Oh, daneben. Thank you.
Ja, ich bin es. Oh. Und zwar kann ich hier noch irgendwas Geiles kaufen. Abfackeln 3. Oh, mit Feuerbombe. Exklusives Feuer aus dem Handgelenk. Ideal, um Gegner mit einem Flammenstoß umzupusten. Gefällt mir. Vielleicht mal versuchen zu hacken. Boah, Treibstoff, immerhin. Wahrscheinlich Verschwendung. Ich nehme das und sammle ein. Rosen und Sonnenschein bedeutet Engel. Adam in den Taschen, Taschen, Taschen. Ist nur ein kleiner Kriegsheiliger Engel. Ah! Oh, ich bin leer. So ist cool, wenn man die wieder einsammeln könnte. Treibstoff. Ich habe den viel zu wenig benutzt in letzter Zeit. Also mit der letzter Zeit mehr ich das ganze Spiel. Da geht's lang. So. Wir haben Elden gefunden, Daddy. Kontaktminen. Versuchen kann man's. Was? Was im Weg. Ja.
Hast du es? Mann, 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 Mann. Ich war's verlaufen. Oh, hier liegt ein Audiolog. Hier spricht Eleanor Lamb. Viele Jahre sind vergangen seit meiner letzten Aufzeichnung. Mutter hat einen Weg gefunden, mich psychisch wiederherzustellen. Aber sie kann dieses Ding nicht aus meinem Körper entfernen. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich ein Monster. Ich kann mich nur an sehr wenig erinnern, nur an ein künstliches Gefühl von Frieden und eine zwanghafte Gier nach Adam. Dr. Alexander versucht mir zu helfen. Er ist für meinen Zustand mitverantwortlich, aber er möchte ihn verbessern. Schön zu wissen. So, ist rein mit dir. Für mich stellt sich ja die Frage, wenn wir das Tonika auswählen, wo wir einen viel stärkeren Bohrer haben, aber dafür nur beschränkte Waffen, also mit Waffen meine ich eigentlich nur den Bohrer, den Rest kann man ja nicht Waffen nennen. Elektrosturm. Jeder Blitz trifft mehr als einen Gegner. Hiermit können Sie den Feind mit einem tödlichen Sturm attackieren. Schön. Ich würde trotzdem sagen, wir machen hier erstmal ein kleines Päuschen und sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.